Everything has to start somewhere, and the Erzberg Rodeo's rich history began over two decades ago. In 1995, a handful of motorcycle enthusiasts gathered in rural Eisenerz in an attempt to tackle the Erzberg. It's the largest man-made pyramid in the world and remains an active mine for iron ore to this day. Der Berg ist heute noch für mich mächtig, aber damals war es halt irrsinnig beeindruckend, wenn man davor steht und diesen Riesenberg sieht. Dieser Stufenbau, es schaut aus wie eine riesengroße Pyramide eigentlich. Also vor 1995 sind wir mal quasi von Günter Mayer darauf hingewiesen worden, dass es so einen Berg überhaupt gibt, muss man wirklich sagen. Und danach sind wir halt hingekommen und waren von der Kulisse überwältigt und sind dort einmal gleich spazieren gefahren. Little did race organizers and participants know that this would become the birthplace of hard enduro. Interest in the race grew quickly. Also der österreichische Motorsport ist damals im Enduro-Bereich wirklich am Boden gewesen. Die haben bei den Enduro-Rennen nur noch 20, 30 Starter gehabt. Und auf einmal haben wir am Erzberg dort ein Starterfeld von 200. Also wir haben die Leute einfach eingeladen und haben alle auf den Strich aufgestellt und die Leute sind einfach auf und ab gefahren. Und das macht mich eigentlich sehr stolz und freut mich eigentlich sehr, dass das gibt, dass in Österreich eben so viele Rennen jetzt sind. Und der Ursprung ist eigentlich eben von diesen Erzberg Rodeo 1995 gekommen. Apart from the many stars the Erzberg Rodeo made or attracted, one person has been a mainstay since day one. Race inventor and organizer Karl Kattoch. Karl Kattoch ist für mich persönlich einer der positiv verrücktesten Irren, den ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Ich glaube, dass du gerade einmal so ein Event wie das Erzberg Rodeo nur dann über einen so langen Zeitraum so populär gestalten kannst, wenn du wirklich irre bist. Beim Karl definiert sich dieser Wahnsinn oder diese Verrücktheit aber in einer sehr kreativen und in einer sehr positiven Art und Weise. It doesn't necessarily need one, but it certainly helps to have a mad inventor to create 4 days of off-road insanity. The Erzberg Rodeo single-handedly created an Austrian hard enduro scene and revitalized an entire community. Um die Wichtigkeit des Erzberg Rodeos für Eisenerz zu beschreiben, möchte ich ein Zitat eines Eisenerzers zitieren. Der wurde vor ein paar Jahren gefragt, was das Erzberg Rodeo für ihn als Einheimischen bedeutet. Und der gab zur Antwort, schau, wir leben 4 Tage im Jahr und 361 Tage zehren wir davon. 21 years after its creation, the Red Bull Hare Scramble is known as the hardest single-day extreme enduro race on the planet. Attracting the world's elite riders and thousands of fans, eager to see the mayhem up close.